Oh Gott, sieht das gut aus. Oh, sexy Grafik. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Evoland 2. Ich bin Lilliköpfes Brain und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind das letzte Mal hier im Dämonenlager stehen geblieben und ich würde sagen, wir gehen auch gleich schon zu dem Max und hören mal, was der König denn da zu verkünden hat. Vater, ich bin zurückgekehrt. Max, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Als die kaiserlichen Soldaten sich mit den Zauberern zusammenschlossen und uns trotz der 10 Jahre während Waffenruhe wie aus dem Nichts angriffen. Euer Eingreifen ermögliche uns die Flucht. Das war doch meine Pflicht als General der Armee unseres Volkes. Ich musste euch beschützen. Ihr habt in der Tat eure Pflicht getan. Die derzeitige Lage ist düster. Nach dem Überraschungsangriff der kaiserlichen Truppen waren wir von der restlichen Armee abgeschnitten. Ich versuche von hier aus unsere Streitkräfte zu sammeln, doch wir liegen weit zurück. Die Macht der Zauberer ist zu groß. Vater, wir müssen kämpfen. Ich weiß, aber alles hat schlecht angefangen. Ich fürchte, sie werden Dämonia angreifen, bevor wir hingelangen und es verteidigen können. Nach Jahrhunderten des Zusammenlebens scheinen die Menschen nun beschlossen zu haben, uns zu vernichten. Das dürfen wir nicht zulassen. Und nicht alle Menschen sind böse. Das habe ich mal während meines Aufenthalts in Genua gelernt. Es freut mich, dass ihr in finsteren Zeiten wie diesen Freundschaften geschlossen habt. Euer Bruder wäre stolz auf euch. Oh. Es gibt da noch etwas, Vater. Das Kaiserreich. Sie haben etwas gebaut, das sie die Waffe nennen. Ich konnte ihre Energiequelle noch nicht identifizieren, doch ihre Macht ist beängstigend. Wenn sie jemals gegen uns einsetzen, verschwindet unser gesamtes Königreich von der Karte. Ich habe Geschichten über diese Waffe gehört, doch hätte ich nicht gedacht. Wenn es stimmt, was ihr sagt, müssen wir sie davon abhalten, sie zu benutzen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Leute sterben. Vater. Papa! Oh! Oh, wie süß! Papa! Ihr seid wieder da! Ich wusste doch, dass ihr noch am Leben seid. Reno, mein Sohn! Verzeih mir, mein Fortgang hat dir bestimmt großen Kummer bereitet. Überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal geweint. Ich wusste, dass mein Papa der stärkste von allen ist. Naja, wir haben ihn besiegt. Stimmt, dein Vater ist tatsächlich sehr stark. Er hat all die bösen Menschen getötet und ist nach Hause zurückgekehrt. Jawohl! Sind diese Menschen eure Gefangenen, Papa? Nein, das sind nette Menschen. Ich würde sogar so weit gehen, sie meine Freunde zu... Oh. Nette Menschen? Aber es gibt doch keine netten Menschen. Du wirst schon noch sehen, wenn du groß bist. Ich hoffe, du wirst auch eines Tages Menschen als Freunde haben. Niemals! Tölpel. Fräulein Margret, Megaklink, verzeiht ihm. Er ist noch klein und hält alle Menschen für Feinde. Ich verstehe. Aber wenn alle Kinder der Menschen und der Dämonen an die Mythen glauben, kann es jemals Frieden zwischen unseren beiden Völkern geben? Mein Haar hätte ich es vergessen. Ihr seid nicht hier, um euch diese Geschichten anzuhören. Ich werde euch zu Margeliten bringen. Er steht im Norden des Feldlagers auf der Klippe. Er hat meine Frage nicht beantwortet. Ah, das war wahrscheinlich auch so gewollt. Danke, dass ihr meinem Sohn zur Flucht verholfen habt. Das Königreich Dämonia ist euch unendlich dankbar. Ich muss irgendwie Lothar kontaktieren. Diese Katastrophe muss verhindert werden. Das stimmt wohl. Die ganzen Handlanger möchte ich jetzt ungern ansprechen. Muss hier auch gar nicht unbedingt. Ein Freund von Fürst Max ist auch mein Freund. Was kann ich für euch tun? Oh, ein Bronzeschwert. Ja, natürlich. Sieht hübsch aus, aber ist verdammt schwer. Und natürlich die Rüstung. Wenn ihr sie ablegt, könntet ihr jedes Mal einen Luftsprung vor 3 Metern machen. Dann können wir das alte Schwert eigentlich verkaufen, aber die 20 Gold, das ist jetzt... Ne, muss nicht. Können wir denn das Schwert jetzt irgendwie anlegen? Müssen wir das irgendwie anlegen? Glaube nicht. Ich glaube, es war erstmal ganz gut, dass wir es mitgenommen haben. Okay, dann müssen wir jetzt hier oben an die Klippe. Da soll ja ein Margelit sein. Ich bin sehr gespannt. Denn dann geht es in die nächste Zeitreise, meine Damen und Herren. Das wird sehr, sehr spannend. Aber normalerweise müsste dann jetzt auch ein Bossgegner kommen, der das verteidigt. Das ist der Margelit, von dem ich sprach. Ganz eindeutig ein Margelit. Die eingravierten Symbole sind die gleichen wie auf dem Margeliten, der uns hergebracht hat. Ich weiß aber nicht, wie man ihn aktiviert. Aktivieren? Margeliten sind nichts weiter als Denkmäler der antiken Zivilisation der Magi. Sie erfüllen keinen Zweck.
Wird die Stadt angegriffen? Was war das? Oh nein. Papa! Das Kaiserreich! Die Zauberer greifen das Lager an! Was? Wie um alles in der Welt haben sie uns gefunden? Findet sie. Kein Mitglied der königlichen Familie von Dämonia darf davonkommen. Das wird jetzt erstmal ein dicker Fight. Und vielleicht wird dann der Margelit hier angefacht, weil das braucht ja immer irgendwie einen Kampf. Ach, da seid ihr ja. Der Großmagus. Lauf fort, Sohn, lauf. Max von Dämonia, Sohn von König Arthurs, General und Thronerbe. Dafür habe ich euch zu danken. Mir? Nein! Wie konntet ihr... Wie ich euch folgen konnte? Ach, das war nicht schwer. Obwohl ich nicht geglaubt hätte, dass ihr es durch den Spukwald schaffen würdet. Als ihr dann aber überlebt, musste ich nur noch erraten, wo ihr herauskommen würdet, um euch zu finden. Und da bin ich. Was habe ich getan? Das ist alles meine Schuld. Ach, quält euch doch nicht. Ihr müsst nicht mehr lange verzagen. Passt auf! Oh oh. So wird die Macht freigelassen. Das heißt, wir gehen jetzt schon in eine andere Zeitkontinuum. In eine andere Dimension. Oh shit. Und die bleiben zurück? Die sind verschwunden? Wie ist das möglich? Findet sie. Sie können nicht weit gekommen sein. Jetzt wird's spannend. Ich finde es halt schön bei Evoland 2, dass das anders als Evoland 1 jetzt wirklich eine starke Story hat, nach der sich das richtet. Das ist richtig schön gemacht, finde ich. Oh Gott, sieht das gut aus. Oh, sexy Grafik. Nicht mehr das 2D-Gepixel. Alter, sieht das sexy aus. Shit. Margret? Hallo! Was um alles in der Welt habt ihr hier gemacht? Ihr habt doch nicht etwa ausgenutzt, dass ich... Nein. Wo sind wir denn überhaupt? Der Margelit? Er wurde aktiviert, als der Zauberer ihn zerstörte. Das bedeutet, dass wir endlich zu Hause sind. Hoffentlich. Ich fühle mich merkwürdig. Mehrwürdig. Da ist ein Rechtschreibfehler. Da mache ich gleich Shiro Games drauf aufmerksam. Voluminös. Wie an dem Tag, an dem ich zu viel Schokolade gegessen hatte. Nur ohne die Bauchschmerzen. Spürt ihr es nicht auch, Brain? Ja. Merkwürdig. Keiner von uns hat Schokoladenpudding gegessen. Was mit Max? Egal, vergessen wir den Schokoladenpudding. Max? Dieser Margelit wird nicht mehr funktionieren. Ist er stark? Jetzt sehen wir das erste Mal sein richtiges Gesicht so in 3D. Der hat ein ganz schön plattes Gesicht. Wo sind die Zauberer? Und wie geht es meinem Sohn? Max. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Wo soll ich anfangen? Kompliziert? Was wollt ihr damit sagen? Sie sind alle tot, ist es das? Also, lasst es mich erklären. Das wird nicht einfach. Wir sind nicht mehr in derselben Zeit wie vorhin. Brain und ich kommen aus der Gegenwart. Beziehungsweise für euch aus der Zukunft. Aber eure Gegenwart ist unsere Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Versucht ihr mir zu sagen, dass sie alle tot sind? Nein. Irgendwie schon... Nein. Oder vielleicht sind sie einfach nur älter. Ich weigere mich, diese Unterhaltung fortzusetzen. Ich muss meinen Sohn finden und meinen Vater retten. Okay, Max. Do it. Just do it. Ich glaube, ich muss das anders angehen. Wir können ihn nicht allein lassen, Brain. Das ist wohl wahr. Boah, sieht die Grafik jetzt sexy aus. Shit. Oh, was haben wir hier denn? Max? Im Jahre des Herrn 950 wurde an dieser Stelle die Dämonen von unserem Kaiser Lothair und seinen Streitkräften bezwungen. Oh Gott. Inschrift auf dieser Statue. Ist das möglich? Genau das habe ich zu erklären versucht, Max. Der Margelit, wir haben eine Zeitreise unternommen. Brain und ich kommen aus dem Jahr 999. Fast 50 Jahre nach der Niederlage der Dämonen. Ein Unfall hat uns in eure Zeit versetzt und das Kaiserreich hat uns gefangen genommen. Als der Großmagus den Margeliten zerstörte, kam etwas aus ihm hervor. Ich glaube, dieses Ding hat uns hergebracht. Ich wäre wirklich am liebsten wieder zu Hause. Werde aber das Gefühl nicht los, dass wir uns in einer anderen Zeitrechnung befinden. Das alles klingt unmöglich.
Und doch, diese Statue. Aber warum? Welche Bedeutung haben unsere Leben, wenn alles bereits festgeschrieben ist? Ich verstehe es selbst auch nicht ganz. Aber seht euch Brain an. Er ist so hässlich. Egal was passiert, er kämpft weiter. Am Anfang hat mir der Gedanke daran, mich verirrt zu haben, Angst eingejagt. Doch als ich Brain folgte, fing ich langsam an zu verstehen. Das Leben findet gerade jetzt in diesem Moment statt, egal wo ihr gerade seid. Ich weiß nicht, ob sich die Vergangenheit schon zugetragen hat oder ob die Zukunft geändert werden kann. Doch weiß ich, dass hier und jetzt, dass ich hier existiere. Einfach nur ich, hier und jetzt. Und Brain hat mir geholfen, das zu verstehen. Deshalb habe ich jetzt keine Angst mehr. Obwohl Ratten und Pilze natürlich immer noch wirken. Das überzeugt mich nicht. Mein Volk wurde bezwungen. Und ich sollte nicht hier sein. Mein Sohn, was wohl aus ihm geworden ist. Anstatt uns all diese Fragen zu stellen, sollten wir lieber nach einem anderen Mergeliten suchen. Wenn wir in diese Vergangenheit zurückkehren könnten, solltet ihr es in eure eigene Zeit zurückschaffen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, anstatt über Fragen zu grübeln, die wir nicht beantworten können. Hey, klinge ich nicht wahnsinnig erwachsen, Brain? Ich weiß nicht, ob ich so stark wie Mega Klink oder Fräulein Margret sein kann. Ich werde mein Bestes geben. Danke für deine Zumutung, Max. To the Future! Damit soll ein neues Achievement bekommen. Was haben wir hier denn Schönes? Bibis Zelt. Bibis Beauty Palace! Auch in diesem Spiel vertreten. Nice. Hallo. Die sieht aus wie die von Dragon Ball Z, die auf so einer Kugel fliegt. Gibt's da nicht eine? Auch so eine Omi? Ich habe Dragon Ball Z nie wirklich geguckt. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Die Leute nennen mich Oma Bibi, doch im Grunde meines Herzens bin ich noch jung. Außerdem bin ich nicht wirklich alt. Ihr könnt mich jedenfalls ruhig mal abends zum Ausgehen einladen. Wir könnten auf einen Trank gehen und wenn es funkt, vielleicht mehr. Apropos Tränke, was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Einen Verbündeten wecken? Wisst ihr, worum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana? Ist diese Lebensenergie extrem seltenes Zeug. Und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Jedenfalls habt ihr nicht genug Mana. Kommt später wieder, mein liebeshungriger Vampir. Gottes Willen. Ich hoffe, ihr habt mir etwas vom guten Zeug gebracht, mein süßes Gummibärchen. Was die redet? Grüne Pampe? Oma Baby wird euch einen richtig schönen Trank brauen. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen Heiltrank, ne? Stellt die Hälfte eurer LP wieder her. Dafür auch die grüne und rote Pampe. Okay. Und was können wir mit der... mit dem Oricon-Herz? Was soll ich damit tun, mein BFG-9... Was zur Hölle? Ja, damit kann man wahrscheinlich auch nichts machen, ne? Gut, sei dann geben wir erstmal... Ihr wisst doch, dass ihr jeweils nur einen einzigen Trank von einer Sorte mitführen könnt, mein gefallener Engel. Um Gottes Willen! Wir sollten schnell weg von der. Die macht mir super Angst. Okay. Da links geht's in den Spukwald. Ich weiß nicht, ob wir nochmal in den Spukwald rein müssen. Hier würde es aber hingehen. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich nicht nochmal hin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. An die Mayenne-Brücke. Wenn wir da überhaupt lang können. Weil die ja mal kaputt war. Oh, kämpfen. Oh. Wow. Chill. Ah! Hehe. Böses Vieh. So, das ist auch erledigt. Jetzt haben wir jetzt mal schöne 3D-Grafik. Das 2D ist nach der Zeit halt echt ein bisschen anstrengend für die Augen, muss ich zugeben. Aber jetzt mit dem schönen 3D haben wir jetzt mal wieder ein kleines neues Feature, was wir uns hier gut tun können. Ei, um Gottes Willen. Jetzt legt er aber los. Konntest du damals in 2D, aber nicht, du. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Das sieht cool aus. Hi. Hallo. Es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie Mayenne-Brücke, aber vor hunderten Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu erfahren. Aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia kommen.
Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Ich weiß schon, wie wir das hinkriegen. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sag euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen, diesen Klotz hier zu bewegen, aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Ab in den Spukwald. Obwohl, eine Sache können wir vorher testen. Ich denke nicht, dass Max es schaffen wird. Nope. Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Boss. Vielleicht kann er uns ja auch einfach lehren, wie man so eine starke Attacke macht, weil ihr seht ja, links steht jetzt eine 1. Also wir können einmal aufladen. Vielleicht kann er uns lehren, dass man zweimal auflädt. Die Wolken sehen cool aus. Muss man zugeben. Ab in den Spukwald! Spoopy! Hallo! Wenn ihr dem Chef begegnet, lasst euch nicht von seinem Aussehen täuschen. Manche Leute halten ihn für ein Monster, aber nur weil sie ihn nicht kennen. Auf jeden Fall kümmert er sich gut um uns. Ohne ihn wären wir nur ganz gewöhnliche Strauchdiebe. Ach, ein neuer Rekrut! Keine Sorge, dieser Auftrag ist ein Spaziergang. Wir finden einfach Dinge, die in der Hauptstadt verboten sind und verkaufen sie an die Leute, die Bedarf danach haben. Nicht allzu gefährlich, solange man sich nicht von der Miliz erwischen lässt. Okay. Okay. Ich denke mal, hier geht's dann zum... Die Bäume sehen ja mal super genial aus. Das finde ich fett. Die sehen echt gut aus. Also, wir sollen nicht Angst haben vor dem Boss. Am Ende ist das so ein ganz kleines Kind. Früher habe ich in Genua gelebt. Mein Traum war es, ein Händler zu werden. Doch ich lernte schnell, dass nur die Söhne von Händlern Händler werden. Also bin ich hierher gekommen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das, was wir tun, der Arbeit der Händler gar nicht so unähnlich. Ja, stimmt. Macht bloß den Chef nicht mies, er ist unser Retter. Viele von uns sind die Söhne von Piraten. Vor langer Zeit brach ein Vulkan auf unserer Insel aus. Der Chef hat uns aufgenommen und ein neues Gewerbe beigebracht. Ein neues Gewerbe. Auch schön gesagt. Der Chef ist hier aufgewachsen, deshalb hängt er sehr an dem Wald. Ich persönlich habe ihn am Anfang ein bisschen düster gefunden, aber man gewöhnt sich schließlich dran. Was? Geister? Ihr wisst aber schon, dass es keine Geister gibt, oder? Wow. Dann haben wir hier jetzt noch. Oh, hier geht's wahrscheinlich runter. Falls ihr den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er hat sich davon gemacht, um sich in seiner Höhle auszuruhen. Stört ihn lieber nicht, wenn ihr in dieser Stimmung ist. Ihm brennt nämlich leicht die Sicherung durch. Außerdem wimmelt er es in seiner Höhle vor Sprengfallen. Wie dem auch sei, tut, was ihr für richtig haltet. Den zweiten Satz habe ich leider nicht mehr gelesen, weil ich Dummkopf schon auf Leertaste gedrückt habe. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und ab geht's in die gruselige Spoopy-Höhle. Nice. Oh, ein Speicherpunkt. Das sieht nett aus. Okay, da muss man wahrscheinlich am Ende rein, aber da muss man links was auslösen und auch rechts. Oh. Au. Die kommen von beiden Seiten. Ja, das ist ein bisschen arschig. Oh, ich weiß, was wir machen müssen, aber das ist echt anstrengend. Wir müssen jetzt nämlich den aktivieren. Nice. Wie soll man das denn schaffen? So wahrscheinlich. Nee, warte mal. Wenn man ganz schnell ist, kann man dem hinterher rutschen. Nee, das passt nicht. Was zur... Wir gehen erstmal den anderen Weg lang. Ich finde das hier dann doch ein bisschen zu abgespaced. Vielleicht ist der Weg hier ein bisschen einfacher. Who knows? So schnell geht das. Danke für die ganzen Herzen. Sehr nett. Ich halt schwimme da ein bisschen. Okay, die können sich ja nur bewegen auf diesem Untergrund. Ah, siehst du? So kann man die dann jetzt zum Beispiel... Nein! Ja, das darf ich dann natürlich nicht machen. Ich weiß ja sowieso noch gar nicht, wo ich hin muss.
Mutter Gottes. Was hat der sich hier denn gebaut? Ach, nice. Wow. Ah gut, die sterben nicht für immer, schätze ich. Oder man muss die töten, indem man das hier macht. Ja, so tötet man die. Das dachte ich mir bereits. Komm mal hier hin, mein kleines Skeletti. Können die auch die Überreste töten? Anscheinend nicht. Skelett! Wo gehst du hin? Ah, die Skelette zu töten ist natürlich alles jetzt so eine Sache. Vielleicht auch so? Ah, nice! Das geht auch. Ja gut, dann ist das nicht ganz so anstrengend. Oh Gott, da oben sind schnelle Spinnen. Ja, es ist wichtig, dass man dazu sagt, dass sie schnell sind. Gottes Willen. Oh, ich sehe gerade schon, dass der Part ganz schön lang wird. Halleluja. So lang soll es jetzt auch nicht werden. Aber dann haben wir das jetzt noch nicht erledigt. Oh. Ach, ein Skelett gibt's noch. Dann machen wir das Skelett jetzt auch eben noch fertig. Das ist ja kein Thema. Zip. Das waren jetzt aber alle. Ja. Jetzt öffnet sich das da vorne auch. Cool. Oh. Dann würde ich sagen, wenn ihr zum nächsten Part wollt, der ist oben bei dem i verlinkt oder in der Beschreibung unten. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da und ein Abo, falls es noch nicht getan hat. Und das wäre es erstmal für diese Episode. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Bis dann, euer Brain, Tiddly mit Ü. Kapurr.